Hallihallo, du liebe Waage, und herzlich willkommen hier bei mir bei deinem August-Reading. Die Energie ist sehr, sehr schön. Sie ist von Erfolg geprägt und du wirst sehen, um was es da geht und welches Thema auch noch beendet werden will. Ganz vorab sage ich dich, lade ich dich ein quasi zum 8.8. um 19.30 Uhr zum Löwentor und zur Zwillingsflammenaktivierung. Das liegt hier übrigens auch, finde ich wunderschön, wo es darum geht, deine weibliche, deine männliche Energie miteinander zu verbinden, deine Stärken zu sehen, dich wieder wahrzunehmen, in deine Essenz zu gehen, in deine Wünsche, in deine Träume, auf einer manifestierten Ebene zu gehen, also wirklich auch in die Handlungsebene hineinzutauchen für dich, wo du jetzt einfach die richtigen Schritte setzt für dich in einen Neustart, in ein neues Leben so gesehen. Wir haben es im Kollektiv und jetzt durch diese Neumondenergie, wo einiges losgestartet wurde, jetzt auch schon seit längerer Zeit eigentlich, wo wir immer mehr spüren dürfen, was sich stimmig anfühlt für uns, wo wir hinwollen, was unsere Kräfte sind und was wir eigentlich erreichen wollen auch im Leben. Das wird jetzt einfach vermehrt, gleichzeitig aber natürlich auch das, was nicht mehr stimmig ist, und das kann uns natürlich schon auch in manche Konflikte hineinwerfen. Was das jetzt aber bei dir ist, das schauen wir uns jetzt genauer an. Ich habe hier eine Überschrift gelegt und diese Überschrift schauen wir uns jetzt an, so, worum es geht. Und das ist die Sense. Und die Sense in dem Fall mit dem Rückblatt des Ringes, der Verbindung, der Partnerschaft und dem Berg, sagt für mich aus, dass hier eine Vergangenheit vielleicht für dich da war, die auch schmerzhaft war, wo du Verletzungen eingefahren hast, wo es nicht leicht für dich war, auch in Verbindung mit Menschen zu stehen. Und ich habe so das Gefühl, dass Einsamkeit eine Rolle für dich spielt. Einsamkeit, alleine sein oder innere Leere. Und das ist etwas, wo du jetzt daran erinnert werden darfst, dass es gar nicht so schwer sein muss im Leben, sondern dass du so viel gesät hast. Also ich sehe dich, ja, ich habe dich so gesehen wie eine wunderschöne Gärtnerin, ein wunderschöner Gärtner, der einfach ausgesät hat seit seines Lebens, der ganz viel verschenkt hat, der ganz viele, ja, ganz viel zum Erblühen gebracht hat auch, aber wie wenn man dann so zum Teil bei manchen Feldern auch wie vorbeigegangen ist, ja, wo man das vielleicht nicht gesehen hat, weil man vielleicht beschäftigt damit war, einen Weg zu reparieren oder sonst irgendetwas, wo man dadurch dann nicht die Ernte hat einfangen können. Und da sagt das Universum jetzt, es ist Zeit, dass du stehen bleibst quasi und dich mit dir verbindest, also stehen bleibst, wir bleiben ja nie stehen auf unserem Weg, ja, aber es fühlt sich vielleicht manchmal so an, ja, dass du stehen bleibst quasi, dich mit dir selbst verbindest, dich wieder fühlst, dass du dich wahrnimmst und dass du den Blick einfach um dich mal herum ziehen lässt und mal schaust, was hier alles schon gewachsen ist für dich, was du alles schon in deinem Leben getan hast für dich, und dass es jetzt mal Zeit wird für die Ernte, ja. Wunderschön, weil hier im Mittelpunkt wirst du darauf aufmerksam gemacht, was du tatsächlich als Lebensweg, ja, erleben willst. Sagen wir es einfach mal so, hier geht ein Schiff über Berge. Jetzt haben wir hier den Berg liegen, jetzt kommt hier das Schiff, was über den Berg drüber segelt. Und das heißt vielleicht für dich, dass du hier mit den fünf der Münzen, das ist so wie so eine, ja, man könnte jetzt einfach blöd sagen, eine Mangelkarte, etwas, was eben nicht ganz stimmig war für dich, etwas, wo nach Ausgleich gesucht wurde, wo aber kein Ausgleich vorhanden war, etwas, wo du vielleicht verletzt auch an schönen Dingen, Momenten vorbeigegangen bist, etwas, was schwer sich angefühlt hat für dich, etwas, Wunden nachgezogen hast, so kam das jetzt gerade. Also irgendetwas, was da noch in der Schwere war, und diese Schwere, die hat dich blockiert. Ich rede absichtlich schon in der Vergangenheit, weil wir mit dem Schiff sehen, dass deine Vision, deine Lebensmission dich absolut voran tatsächlich bringt mit diesem Schiff. Das, was du zu tun hast, ist, dich jetzt wieder zu spüren, dich wieder wahrzunehmen, einfach mal das zu sehen, was du schon alles geleistet hast, dass du nicht in ein Muster verfällst, wo du die ganze Zeit tun musst, machen musst, noch mehr machen musst, vielleicht noch mehr geben musst, noch mehr zeigen musst, ja, sondern ganz im Gegenteil eher die Balance wieder schaffen darfst, ne? Gerade das Waage für dich, die Balance schaffen darfst in dich, für dich, um in dir, in deinem Schiff anzukommen und leicht über diese Berge hinweg zu segeln. Wunderschön. Was ist dir bewusst?
Oder was ist das, was in deinem Bewusstsein für dich fließt? Das ist, dass ein alter Zyklus beendet werden will, dass du hier wieder auf dich hören möchtest, dass du dich wieder fühlen möchtest, dass du dich wirklich mit dem, was dich ausmacht, wieder verbinden möchtest. Und bisher war es vielleicht so aus diesem Kartenset mit dem Wagen, dass hier eine Differenz drinnen stattgefunden hat, wo du vielleicht hin und her gerissen warst, wo du mal in die eine Richtung, dann in die andere Richtung gesprungen bist, aber wo es nicht gemeinsam geflossen ist. Und durch das, dass du dich wieder mit deiner Seelenessenz verbindest, das machen wir übrigens am 8.8. natürlich auch, ja, dass du dich da wieder zurückerinnerst, was du alles bist, was du alles kannst und was du für dich brauchst. Nicht für alle anderen, sondern was du für dich brauchst. Das macht den Wagen quasi komplett und dann geht er in eine Richtung für dich. Was haben wir hier jetzt aus dem Unterbewusstsein, was nach oben hin drängt und jetzt so ein bisschen ein Stück weit auch herausbricht für dich aus deinem System? Und hier haben wir auch, ja, was mit Partnerschaft zu tun gehabt hat, aber auch mit deiner Umsetzungsenergie, mit deiner Selbstliebe, mit deiner Loyalität dir gegenüber, dass du hier scheinbar an Strukturen oder mit Strukturen noch verbunden bist, die deiner Seele nicht so richtig entsprechen, die deine Seele eher einschränken oder wo du dich selber vielleicht manchmal einschränkst in einer zurückhaltenden, eher schaffenden, dominanteren Energie, die aber nicht deinem Lebensfeuer, deiner Leidenschaft, deinem Feuer entspricht. Und das kann jetzt durchaus sein, weil das zwei männliche Karten sind, dass da jetzt auch hier wirklich ein Partner gemeint ist, ja, ob männlich, weiblich, egal, ja, Geschlechter spielen hier überhaupt keine Rolle, sondern einfach ein Mensch an deiner Seite, wo du vielleicht noch festgehalten hast oder wo du irgendwo noch verbunden bist, es dir aber im Grunde, so wie es ist, nicht gut tut an dieser Stelle, ja, oder eben alte Strukturen oder eben wo du dich zurückhältst noch oder wo du einfach noch an Punkten verbunden bist, wo du selber dich einfach noch nicht freilässt, ja, wo du noch nicht wirklich in deiner Leidenschaft drinnen stehst, wo du noch nicht wirklich im Fließen drinnen bist. Und dieser Drache möchte jetzt hier quasi nicht mehr gezähmt oder gezäumt, sondern freigelassen werden für dich. Also hier geht es darum, wieder in deiner Herrscherposition auch anzukommen. Ne? Oft machen wir das ja so, dass ganz viel auf die Weiblichkeit gelegt wird oder ganz viel auf die Männlichkeit. Dabei geht es um das, die Einheit miteinander, wie die Königin, die sich wieder spürt und wahrnimmt und sagt, was sie dann eigentlich erleben will im Leben, was sie eigentlich spüren will im Leben, und der Herrscher, der hinter dir steht für dich, der dich dorthin trägt, der das klar macht für dich, der die Schritte quasi auf der Erde unternimmt, dass du hier wirklich in der Selbstliebe, im Selbstvertrauen, vielleicht hast du dir auch hier nicht vertraut an manchen Stellen und hast dich da an Menschen orientiert oder an Situationen orientiert, die dir Halt und Kraft gegeben haben, vermeintlich, bist aber dadurch vielleicht nicht ganz wirklich in deiner Essenz noch angekommen für dich, und das ändert sich jetzt im August. Wunder, wunderschön. Und hier haben wir tatsächlich, was jetzt kommt, was kommt in nächster Zeit auf dich zu, und da haben wir die Sonnenenergie, den absolut puren Erfolg, indem du dich hier miteinander verbindest, indem du hier mit der 11.11.22 auch Gefährten findest, die dir helfen, jetzt hier wirklich, ja, mal aufzuräumen, aufzudauen, ohne großartige Arbeit, weil im Moment war das so, dass er wie gefesselt noch jeder für sich irgendwie seines gemacht hat, ohne sich bewusst miteinander zu verbinden. Man war immer miteinander verbunden, aber es war irgendwie nicht so konkret, sage ich jetzt mal, das ist das Wort, was gekommen ist. Und egal, was das ist, ob das jetzt die Liebe ist, ob das, also die Liebe im Sinne der Partnerschaft, ob das jetzt die Liebe im Sinne von Verbindungen, Familie, was auch immer da jetzt für dich kommt oder für dich da ist, ja, glaube daran, wenn du wieder mehr mit dir fließt und dort in einen Ausgleich hineingehst, in eine innere Balance hineingehst, wird hier auch die Sonne alles überstrahlen, und mit der Sonne machen sich diese Bäume um euch herum quasi auf oder auch in dieser Energie für dich auf, wo du in die Entscheidung hineintrittst, wo du in die Vermehrung für dich hineintrittst und wo du dich auch wieder verbinden kannst mit dir, mit beiden Bereichen, männlich, weiblich, ausgeglichen in dir. Wunder, wunderschön. Denn die Zeit jetzt der Ernte, auch gerade in Liebe und Verbindungen, mit Herzangelegenheiten, mit einem schönen Zuhause, mit, na, da stehst du dann hier drinnen gleich als die Person, die da drauf schaut, ja, die sich vielleicht Sorgen gemacht hat in der Kommunikation oder was das betrifft. Da gehst du in die Stabilität und in das Wachstum hinein, um dich, um wieder du selbst
zu sein. Ja, wunder, 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 wunderschön. Weil das Rückblätter sind hier dann auch gefallen, tatsächlich die Welt, hier dreht sich alles wieder, hier bist du im Neuanfang, hier darfst du einfach jetzt voranschreiten mit einem Begleiter an deiner Seite, wo es darum geht, hier auch materiell einen Ausgleich zu erfahren oder dich materiell auch nicht mehr im Kampf zu befinden. Ja, das kann jetzt sein, das Geldwesen, das kann sein, generell ankommen, das kann sein, auch in einer Partnerschaft ein gutes Fundament zu haben, beruflich, auch die Münzen stehen natürlich für berufliche Geschichten, da einfach mal hinzuspüren, hinzusehen, was ist das, was ich jetzt wirklich in die Welt bringen kann, und da hast du das Ast der Kelche dazu, was übersprudeln will für dich, wo du wirklich in den Genuss hineinkommen darfst für dich, wo du ins Fließen hineinkommen darfst für dich, und wo es darum geht, auch materielle Dinge zu genießen. Vielleicht hast du auch zurückgehalten, vielleicht hast du dir gedacht, das ist eine sehr schnelle Energie, jetzt die Luft hier. Es war schon bei den Zwillingen vorher so schnell. Ja, ich probiere das eher ein bisschen geordnet runterzubringen, aber es ist mega, was da gerade passiert mit der Luft hier drinnen. Wo es wirklich darum geht, dich zu spüren, dich wahrzunehmen und dir auch was zu erlauben, dir was zu gönnen, an dich zu glauben und hier auch wieder in dich und dein Sein zu investieren. Wunder, wunder, wunderschön. Also bitte, ja, was auch immer das ist, vielleicht brauchst du ein bisschen Wellness für die Seele, vielleicht brauchst du ein bisschen Urlaub, vielleicht brauchst du ein bisschen einfach nur mal genießen und auch überhaupt diese Wertschätzung deiner materiellen Güter wieder auch zu sehen. Ja, ganz bewusst vielleicht einmal wahrzunehmen und es mit deinen Gefühlen zu verbinden, ja, dass du dich wirklich hier in der Fülle, in der Überfülle siehst, wo alles zu dir fließen kann. Und da haben wir jetzt drei Goldfischchen plus vier andere Fischchen, die damit fließen, zusammen wieder die sieben, wo es darum geht, dich in deiner Freude in die Stabilität zu bringen, um Bewusstheit in jeder Ebene für dich zu erfahren. Wunderbar, du liebe Waage, also jetzt spannst du quasi deinen Wagen an, du gehst hier wirklich wieder in eine neue Situation in deinem Leben, wo es darum geht, auch Balance und Ausgleich zu erfahren. Und ich freue mich mega, wenn wir uns übermorgen, ist das schon, am 8.8. um 19.30 Uhr hier dann wieder treffen in Zoom, also nicht auf YouTube, aber in Zoom. Hier unten hast du den Anmeldungslink, einfach eintragen, mitkommen, mitfließen, mitgenießen und dich wieder aufladen, dich wieder auftanken, um Kraft zu schöpfen, um hier wirklich dein Wesen, so wie du eben bist, so wie du eben sein willst, dein Leben zu, ja, dir zu kreieren und zu ermöglichen, so wie es für dich richtig ist. Na dann, du liebe Waage, ich wünsche dir gutes Fließen, gutes Genießen, wunderschöne Gefühle, eine gute Erfolgsenergie, die du jetzt schon mit voller Freude für dich einladen kannst. Und ich hoffe, wir sehen uns am 8.8. dann tatsächlich in Zoom wieder. Bis dann, hab's fein dabei.